Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Und wir gehen hier rein. Mach auf. Das ist also die Baracke von Dingsbums. Mit zwei Betten. Aha, so, so. Kann mir keiner erzählen, dass die Patty da nichts von wusste. Auch guck mal, Wildschweinfell. So, so. Und Stahlbart, Schatztruhe. So, was haben wir denn da? Rum. Altes Schriftstück. So, so, wir nehmen alle mit. Komm. So, dann lass uns doch mal das alte Schriftstück gucken. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gen Nord, Nord, Ost zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. Wahrscheinlich ein Schatzplan. Ja, jetzt ist die Frage. Gehen wir an zu bei Romanov? Oder zu Patty. Aber ich kann den Romanov nicht leiden, deswegen gehe ich zu Patty. Feierabend. Außerdem können wir Patty immer noch raushelfen. Hallo, Buddy. Das ganze Schiff. Sie wird sich bestimmt erkenntlich zeigen. Wer? Das ganze Schiff, alle tot. Wer hat das gesagt? Achso. Ach, guck mal, Salty hier am Trinken. Aber was redet ihr denn? Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Na gut, ich kümmere mich mal drum, wa? Hallo, Patty. Wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Da. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich. Emanuel. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Auf einmal mag ich sie auch nicht so sehr. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeizelle. Aha, dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Ja, was, Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Aha, okay. Vasili meint, dein Vater hätte eine Baracke hier. Vasili! Der alte Haudegen. Ich wusste es. Okay, pass auf. Dann musst du dorthin gehen. Finde heraus, wo die Baracke ist und sieh nach, ob du einen Hinweis von meinem Vater findest. Aber lass dich dabei nicht beobachten. Es gibt einige, die ganz heiß auf den alten Kram meines Vaters sind. Ja, hätte ich mal vorher darauf achten sollen, dass ich dabei nicht beobachtet werde, Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Hä? Also, Momentchen, ich muss das mal einmal kurz... Der Stahlbart ist ein großer Feind vom Romanov, beziehungsweise andersrum halt anscheinend. Vasili gehört zu Romanovs Truppe? Patty ist die Tochter von Stahlbart und sie kennt Vasili schon eine Weile. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Der sitzt da im Knast. Wegen deines Vaters. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Gib her das Gold. Gib mir das Gold. Der Rest interessiert mich nicht. Abgemacht. Hier hast du dein Gold.
War mir ein Vergnügen, kleiner Held. So, und jetzt will ich nur noch eins. Raus aus dieser verfluchten Stadt. Auch dabei kann ich dir helfen. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Klaro. Lebt keiner mehr. Menschen waren das. Ich hätte aber gedacht, dass ich sie irgendwie außenrum hätte. Die Gnome reißen sich alles unter den Nagel. Dahin schmieren müssen. So, aber bevor wir zu Sonja gehen, gehen wir noch zu, jetzt wollte ich Esteban sagen, es stimmt aber gar nicht. Wie heißt er denn? Bauer. Nee, Bauer heißt er auch nicht. Na dann eben nicht. Werden wir gleich sehen. Erstmal verkaufen wir unseren Müll, den wir oben in der Dings geklaut haben. Fällt mir gerade ein. Typ. Du bist doch kein Dieb, oder? Nee, ich will hier nur mit Konrad handeln. Zeig mir deine Ware. Und zwar haben wir doch hier rostigen Müll gefunden, genau. So, und zwei rostige Schilde. Seht da, 82 Mark gibt's dafür wieder. Zack. So, und ich bin mal wieder immer noch nicht schlüssig, ob ich nicht doch nochmal auf Nahkampf umswitchen soll. Mir ist nämlich auch noch was eingefallen. Wir werden ja noch Hernandez ist es. In der Banditenlager noch ein bisschen kämpfen müssen. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hierbleiben, bis wir die drei Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Aha. Die Sache mit Carrasco und den Goldschalen hat sich erledigt. Du kannst den Gefangenen wieder freilassen. Ach, ist das so? Ja, Olfs Goldschale ist mit Sicherheit schon über alle Berge. Carrasco hat versagt. Ihr hättet besser aufpassen sollen. Na schön. Da gibt es wohl keinen Grund mehr, Olf noch weiter festzuhalten, was? Keinen, der mir einfällt. Nein. Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde Olf freilassen. Warte hier. Er wird zu dir nach draußen kommen. Olf, komm raus! Hier will dich jemand sprechen! Das hätte ich auch alleine hinbekommen. Na, wo bleibt er denn? Der Olfi. Olfi, da ist er. Na komm. Na komm, put. Brav, ist er. Gehst denn jetzt hin, Olf? Nirgends geht er hin. Ach, siehste, sollte ich auch noch machen. Ja, ich wollte aber erstmal hier. Ich könnte eure Arbeitskraft brauchen. Es gibt da einen großen Tempel im Osten der Insel. Genau. Das hört sich vielversprechend an. Weißt du denn, wie der Eingang genau aussieht? Nein, ich war selbst noch nie dort. Dann solltest du erstmal in Erfahrung bringen, was bei dem Tempel zu tun ist. Wenn du dir den Tempeleingang angesehen hast, kommst du wieder zu uns zurück. Dann werden wir sehen, ob wir dir helfen können. Okay. So, das muss ich auch noch machen. Okay. Ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Was für ein Zufall. Okay, du bist frei. Die Weißen werden dich nicht mehr festhalten. Du bist frei. Ja, klasse. Ich danke dir. Das hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Ich gehe so lange zum Hafenkai. Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Alles klar. Wo ging's denn dann nochmal lang? Hier, ne? Da, wo ich alles geknackt habe, kamen wir unten seitwärts an Zubai.
So, hier nämlich und hier und da und dann sind wir hier und dann kommen wir hier raus. So war's? War's so? War so. Die Tür ist wieder zu, aber das war die Tür. Jo. Gut. Dann schicke ich die beiden zum Kai. Dann hebe ich Patty raus. Weil die werden da wahrscheinlich auch erstmal wieder langsam hinlatschen zum Kai. Und dann gehe ich mit den Jungs raus und dann gehe ich nämlich auch raus wieder. Dann gehen wir zum Banditenlager, sagen Don Esteban Bescheid. Und ich würde sagen, mit unserem neuen Schild und unserem schönen neuen Schwert und unserem schönen Bogen, beziehungsweise den Bogen werden wir wahrscheinlich nicht benutzen können, beziehungsweise nicht gebrauchen können, gehen wir erstmal im Banditenlager dann in die Arena und schaffen uns den... Hab auch seinen Namen schon wieder. Viel zu viele Namen in diesem Spiel. Den schaffen wir uns auf jeden Fall vom Hals. Ihr wisst, wen ich meine. Den dummen Penner. Mit dem Schutzgeld und alles. Ich komme beim besten Willen jetzt hier nicht auf den Namen. So, gehen wir erstmal den am weitesten wächsten. Ach ja, seht ihr? Ah ja, komm, ich klaue jetzt ja nicht die Heizkette. Ist mir egal. Sagen denn die Finanzen? 1870. Auch nicht schlecht. Auch nicht so schlecht. Flavio. Kohle, Kata, Pavel, Bart. Dein Bruder Olf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Er? Ich? Ich mache hier alles. Ich bin hier der Allesmacher. Der Allereinzige, der was macht. Das finde ich auch immer so krass in solchen Spielen irgendwie. Das ist echt der Einzige, der was macht. Ich meine sicher, wäre ja auch nur... Buddy ist der Falsche. Ingwer ist der Falsche. Seemann ist der Falsche. Fläschchen und Stuhl sind die Falschen. Walter, Düter war es nämlich, glaube ich. Wo ist er denn? Walter, Salty. Wo sind Düter? Kein Düter hier. Wo ist er denn? Er sagte, das sei kein Problem. Bin ich doof? Ah, da oben. Hier. Wache. Nee. Wache ist nicht der Düter. So, Salty ist es auf jeden Fall nicht. Achso, hier, guck mal. Seemann. Da sitzt er doch. Voll dran vorbeigelaufen. Dein Bruder Olf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Darum kümmert sich doch kein Schwein. Hat sich hier eingeschlichen, der Roboter. Na nü? Ich dachte am Kai. Okay, Bart, Düter. Zwischendurch mal speichern. Nicht vergessen. Gehen die auch zu Sonja? Ach, die werden sich wahrscheinlich auch im Leuchtturm treffen. Wo Ulf ja auch die Schale versteckt gehalten hat seinerzeit. Damals. So, wo ist sie dann? Die Patty. Patty! Steht die schon vorm Geheimgang? Nö. Carol, die muss schon ganz schön Schrumpelfinger haben, wenn die ganzen Tag in der Wanne sitzt. Die halbe Haut schon abgelöst, weggewaschen. Wo ist denn Patty? Hab ich sie verpasst? Guck mal. Autosave? Da ist sie. Ja, naja, gut. So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Vielleicht. Wir gucken. Oh, ich gehe noch die Tür aufmachen. Nicht, dass sie vor der Tür steht und dann seid ihr... ey. Aber dass Scordo das nicht interessiert, dass die hier drin steht. Also ich meine, ist ja nur... Oh ne, ist doch offen geblieben. Sah so aus, als wäre die gezugt geworden getan. Ja, cool. Okay, dann ja, also, dass Scordo das nicht interessiert, dass ich hier die Patty einfach hingeschickt habe.
Naja. Was sind das für Geräusche hier? Hallo Skordo. Na gut. Okay, dann können wir jetzt zu den Jungs gehen. Bart, Ulf und Dieter. Na, Eriksen, Pflaume. Ach, hier hocken sie. Ulf. Ulf ist der Chef. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Ja. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Ich hätte die lieber außenrum geführt. Also irgendwann muss Gordo das ja stören. Dass ich hier die Leute durch seinen Geheimtunnel schleuse. Naja gut. Soll mir recht sein. Soll mir egal sein. Es soll der Bürger gewesen sein. Zack. Zwischendurch immer mal wieder speichern. Und liegt hier immer noch so verlockt. Guckt überhaupt keiner, wa? Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Oh. Ich hab nichts gemacht. Die hat gar nicht geguckt. Zeigen wir ihm, was mit Dieben passiert. Eieiei. Ich denke, jetzt weißt du, wie es Doppel-Eieiei. Hi, ihr kennt mich doch. Mit einem Tastendruck alles ungeschehen machen. Ich hatte gedacht, ich komme hier unter... Hat er mir einfach getuhittet, der Wachmann. Ich bin mir noch nicht so richtig schlüssig. Ah, seht ihr, wir brauchen noch immer noch zwei Heilkraut. Es ist nichts passiert. Nahkämpfer machen. Aber ich kann auf jeden Fall, ich glaube, das ist besser. Wo ist es denn? Hier. Ah, man kann zwei Ringe tragen. Ja. Gut. Oh, hallo Skordo, ich hab hier, dort sind Freunde von mir, die... Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werd's mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. See ya, Jungs. Macht's mal gut. Hi, Skordo. Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Nicht allzu oft jedenfalls. Na gut, mach was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar. Kein Problem. Klaro. Okay, vielleicht, mir fällt gerade ein, wir haben ja jetzt hier auch für Don Esteban diese tolle Sache erledigt. Mit in der Stadt gucken, was so geht. Und vielleicht bekommen wir, wenn wir zum Banditenlager zurückgekehrt sind, jetzt eine Banditenrüstung schon. Das wäre natürlich nice. Lasst mich mal durch hier. Ihr latscht mir zu langsam. So. Ah, der süße Duft der Freiheit. Jetzt ist natürlich Nacht. Wieder der perfekte Zeitpunkt, um durch den Wald zu rennen. So, jetzt wird es hier ganz schön voll. Flüchtlingslager hier. Hallo, Patty. Komm in einem Stück wieder. Ja, werde ich tun, hoffe ich. So, hier waren wir schon mal. Hier haben wir geplündert. Alles gut. Dann gehen wir weiter. Wo wollten wir jetzt hin? Zum Banditenlager, ne? Ja. Mappe. Banditenlager war... Alles so lange her. Hier oben, ne? Hier war Banditenlager. Ja, guck mal, hier ist der Dings, der Sumpfbauer. Ja. Perfekt. Einfache Truhe. Leer. War ich bestimmt auch schon dran. Habe ich nur wieder vergessen.
Das wird uns wahrscheinlich jetzt mehrmals passieren, dass ich so denke, ey, guck mal hier, lecker, gib, leer. Ach, war ich schon, okay. So, jetzt müssen wir uns so langsam, müssen wir mal. Ich, wo ist C? Guck mal, 16 Lernpunkte haben wir noch, man merkt das immer gar nicht, wenn man Level Up hat. Wir werden mal im Lager nochmal mehr Zeug lernen, Bogenschießen. Und Schwert vielleicht sogar auch nochmal. Wir machen einfach beides so ein bisschen, was haltet ihr davon? Ja, ich glaube, das ist so der Trick jetzt. Ich möchte zwar lieber anständig Bogenschießen, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Guck mal hier, mit denen haben wir uns ja auf dem Hinweg nicht anlegen wollen. Den legen wir uns auch jetzt nicht an. Wir haben noch genug Kämpfe vor uns. Ah, da fällt mir ein. Genau. Können wir nämlich machen. Genau, hier ist ja das, das Gehöft. Ach, hier waren ja auch so viele von denen. Wollen wir mal gucken, ob wir mit einem fertig werden? Gucken wir mal, komm. Zu kurz. Perfekt. Hä? Macht halt so richtig viel Schaden nicht, wa? Du Wurst! Okay, einzeln völlig unproblematisch. Aber completo tutto. Daneben? Getroffen? Ah, ich bin irgendwie hochgradig enttäuscht von dem Bogenschaden irgendwie. Also hätte ich das vorher gewusst. Guck mal, wir kriegen ja, ey. Voll ausgetrickst von so einem dummen Vieh, ey. So, jetzt tricksen wir zurück. Ja, hätte ich das vorher gewusst, wie vernachlässigbar und gammelig hier Fernkampfschaden ist, dann... Hätte ich niemals, wäre ich auf die Idee gekommen, Fernkämpfer zu werden. Ehrlich nicht. Aber jetzt... Konsequenz heißt, auch Holzwege zu Ende zu gehen. Ja. Oh, guck mal hier nochmal ganz viele. Ne, mit denen legen wir uns aber erstmal nicht an, glaube ich. Einzeln sind die ja kein Problem, aber... So in der Gruppe muss jetzt auch nicht sein. Ist jetzt auch nicht so spannend, so ein Krallenfalterkampf. Ach, guck mal. Keine Feier ohne... Oh, getroffen sogar. Nice. Da geht der Down. Jo, 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 jo. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen... Ja, schön. Stehen wir warm und trocken am Feuerchen und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Risen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.